Hallo liebe Deutschlernende, ich bin's Marco von AuthenticGermanLearning.com und ich wurde gerade geimpft. Ich wurde geimpft. Was heißt das? Nun, das Verb ist impfen und das Nomen ist Impfung. Was ist eine Impfung? Nun, ich bin zum Arzt gegangen, ich bin zum Doktor gegangen und der Arzt hat eine Nadel genommen und mich gepiekst, ja? Er hat mich gepiekst, ja? Er hat eine Nadel in meine Schulter, in meinen Arm gesteckt und hat mir eine Flüssigkeit injiziert. Ja, er hat eine Flüssigkeit in meinen Körper gemacht, damit ich immun bin. Und zwar gegen Tollwut. Ja, Tollwut ist eine Krankheit, die meistens Hunde bekommen, in Asien zum Beispiel. Und sie werden dann sehr aggressiv. Ja, sie werden sehr aggressiv und sie beißen sehr schnell. Ja, das ist Tollwut. Ja, Tollwut. Wenn Hunde beißen, ja, sie werden sehr aggressiv und beißen. Und für Menschen kann es tödlich sein, wenn sie von einem Hund gebissen werden, der Tollwut hat. Und da ich nach Asien fliege, habe ich mich gegen Tollwut geimpft. Ja? Das bedeutet impfen, das ist eine Impfung. Es ist ein interessantes deutsches Wort, ja? I-M-P und dann ein F. Ja? Impfen oder Impfung. Ja? Ich hoffe, du hast etwas gelernt und stelle sicher, dass du auch immer gut geimpft bist und dann wirst du ein gesundes Leben führen. Ja? Impfen ist wichtig, man kann auch zu viel impfen, aber wenn man rational drüber nachdenkt und wenn man nicht zu viel impft und nicht zu wenig impft, dann führt man ein sehr gesundes Leben. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt und wir sehen uns später. Tschüss, bleibt gesund. Ciao.